Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Radsport Manager 2012. Ja, im letzten Part haben wir ja die Tour de St. Louis ein wenig simuliert, also fast ganz simuliert, bloß nur eine Etappe. Und in diesem Part werden wir gleich mit dem Grand Prix de la Marseillaise, oder wie das heißt, beginnen. Und da starten wir jetzt gleich durch. Und das wird da unsere Mannschaft sein. Eros Capecchi, Caruso, Paterski, Ratto, Nerz, King, Sabatini und Vanotti. Also mit denen zwei, Capecchi, Caruso, Ratto, Paterski, sollte man auf jeden Fall ein wenig mitfahren können. Und der Nerz soll auch ein wenig dann als Helfer halt fungieren. So, dann schauen wir mal, welches Material wir am besten nehmen. Bestens sowas, was ich äußern kann. Oder so. Ach, jetzt nehmen wir sowas, das passt schon. Das passt auf jeden Fall. Und das passt auch. Genau, der Capecchi ist Kapitän. Sabatini Sprinter. Okay, das passt. Und ich glaube, ich werde den Vanotti auf jeden Fall opfern. Der muss dann wen beschützen. Der Edward King auch. Und wurde der übel, der Dominik Nerz leider auch. Der Caruso, naja, der 73 Hügel. Ich glaube, der kommt dann halt höchstens mal später wen zum Einsatz. Und das Profil ist relativ hügelig. Zwischendrin ist einmal ein wenig ein größerer Hügel. Vielleicht, na, ich weiß nicht, ob da Attacken schon durchkommen. Vielleicht können wir uns ein wenig an die Favoriten da orientieren, ob die da schon angreifen. Der Kurs ist jetzt auch nicht so lang für Klassiker, sogar relativ kurz. Also 138 Kilometer ist da nicht so lang. Und ja, dann schauen wir doch mal. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob das ganze Rennen dann ein Part wird, oder ob das dann mehrere Parts werden. Vielleicht mache ich auch zwei draus oder so. Aber das werdet ihr ja dann sehen, und ich auch. Ja, der lädt jetzt nur wegen unserer als bloß Außenseiter, der Caruso. Aber das ist ja, sagt jetzt auch noch nicht so viel, das sagt er bloß, weil die noch mal in Hügelfähigkeiten haben. Aber da kann sich dann auch noch was ändern. Mit dem, wenn man halt dann letztendlich fährt. So. Die sollen wir gleich alle nach vorn kommen. Weil die werden dann auf jeden Fall auch gebracht werden. So. Ja, geht das jetzt dann mal los? Ja. Ich glaube, in der Ausreißergruppe werden wir uns jetzt mal nicht wagen. Oder vielleicht greifen wir ihn jetzt an. Das wäre auch mal eine Option. Okay, das sind einmal alle da. Wer fällt jetzt noch? Der Caruso fällt noch und der Paterski, genau. Aber der braucht noch weg. Wir haben jetzt schon gerade im ersten kleinen Hügelchen drin. Jetzt machen wir schon eine Pause. Jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt mit dem Schützen da machen. Ich glaube, der Sabatini. Wer ist jetzt unser Kapitän? Capecchi. Der Sabatini soll gleich mal in Capecchi beschützen. Und der King soll in Caruso gleich mal beschützen. Genau. Ach.
vorne ist schon eine Gruppe, aber das sind bloß zwei Fahrer. Moralisch. Aber jetzt ganz ehrlich, dass ich den nicht wirklich kenne. Jimmy Ingolvaux ist schon vorne. Aber die ganzen Favoriten sind alle nur hinten, glaube ich. Oder haben die da dabei Paul Martens? Ja, aber glaube ich, der Top-Favorit da. Aber jetzt schauen wir erst mal, wie sich das da alles entwickelt. Aber da glaube ich, kommen wir jetzt sogar keine Angriffe mehr hinten aus dem Feld raus. Aussichtsreste vorne. Nocentini, der ist aber glaube ich auch noch hinten, oder? Ja, der ist noch weit hinten. Also da machen wir jetzt aber noch nichts. Haben wir starke Kämpfer dabei? Starken Kämpferwert. Caruso 74, Capecchi 76. Die anderen. Naja, vielleicht, dass man da nicht. Und was hat der Abfahrt, der Capecchi? 82 Abfahrt. Puh. Das ist gut. Das ist sogar ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wo man da potenziell angreifen könnte. Na, hier so. Da wird es dann jetzt zielen, bloß mal so flach einrollen. Und darauf. Da glaube ich, wäre es fast zu früh. Oder hier. Aber ich glaube, in dem ganz steilen da ist fast nur ein Stück zu früh. Der Porteur geht dafür zuerst mal. Ach Mist. Der darf jetzt erst mal Wasserflaschen holen. Wer war jetzt das da? Murillo Fischer, naja. Aber den glaube ich können wir schon gehen lassen. Ach, ich wollte die andere Ansicht, ich wollte Helikopter. Ist immer so blöd, dass der da gleich drauf zoomt. Das will ich gar nicht. Und jetzt geht's dann auch flach. Oder fast bergab da. In den Hügel dann rein. Oder in den Berg, besser gesagt, weil es ist eigentlich schon Berg. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass da nicht irgendwer angreift. Und wir werden da blöd überrascht oder so.
Wer ist denn der Caruso? Ja, der kommt schon mit, okay. Patierski. Sabatini, der hat noch beschützen, genau. Aber ich glaube, Angriff 60 Kilometer vom Ziel ist ja schon ein wenig früh. Laguzin, vielleicht greift der jetzt an. Langefeld. Iver, Bobridge. Oh, okay. Die fahren alle. Da beleuchtet es überall schon ein wenig rot. Machen wir mal Trittstärke. 72. Dass wir da auch nicht dann zurückfallen, weil das wäre ärgerlich. Von der Wolle greift jetzt an oder fährt er bloß vor? Oder greift nicht an? Aber ich glaube, weit ist jetzt auch nicht mehr, dass wir da oben haben auf dem Berg. Nein, es ist nicht mehr weit. Irgendwie ruckelt das heute irgendwie ein wenig. Ich weiß auch nicht, was das ist. Puh. Werde dann nochmal schauen, was ich da für einen Schmarrn eingestellt habe. Ob ich überhaupt eigentlich gar nichts geändert. Und in der Abfahrt glaube ich, dass wir jetzt halt einmal mit dem Parterre wegen Führungsarbeit machen. Dass wir da auf jeden Fall dann irgendwie wieder rankommen. Okay. Jetzt sind wir schon in der Abfahrt. Ich hoffe, dass der Vorsprung jetzt da schon wieder kleiner wird. 2,30, 2,20. Aber kräftemäßig, glaube ich. Was macht jetzt der Parterski da hinten? Das gibt's doch nicht. Okay, da muss eben der Vanotti jetzt halt Führungsarbeit machen. Der wird jetzt auch nicht so dringend gebraucht. Okay, ja. Jetzt wird der Vorsprung geringer, jetzt sieht man so. So bloß darauf achten, dass uns die nicht wieder alle zurückfallen.